Guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr LuckTap die Version 1.2 installiert. So, wie aktivere Leute von euch bestimmt mitbekommen haben, habe ich LuckTap geupdatet, und zwar jetzt für die API Version 5.0 von LuckPerms. Das heißt, es funktioniert wieder mit den aktuellen Versionen von LuckPerms und genau. Dann ansonsten sollte es auch mit allen Minecraft-Versionen funktionieren. Also ich habe es getestet mit der 1.8 und mit der 1.15. Das heißt, es sollte theoretisch zwischendrin auch alles funktionieren. Falls nicht, schreibt mir mal einen Kommentar, dann gucke ich da mal drüber. Ansonsten, genau, ist alles gleich geblieben. Die Config sieht immer noch gleich aus. Man stellt auch alles immer noch gleich ein. Das heißt, hier hat man dann halt den Gruppennamen. Hier hat man den Tab-Prefix und hier hat man den Chat-Prefix. Alles ist separiert hier mit so Semikolons, ne? Also insgesamt gibt es zwei Semikolons. Und genau, es ist auch geordnet. Das heißt, was ganz unten steht, wird auch in der Tab-List ganz unten angezeigt. Und dementsprechend, was ganz oben steht, wird halt auch in der Tab-List ganz oben angezeigt. Dann ansonsten, hier sind noch ein paar Screenshots. Video wird dann hier eingeblendet sein. Genau, dann ansonsten laden wir uns das hier mal runter. Drücken wir einfach auf Download. Dann haben wir hier die LuckTap V1.2.0. .jar, und dann gehen wir hier immer in unseren Server, gehen hier in den Plugin-Server, in den Plugin-Ordner, ziehen das einfach hier rein, und das war's schon. Theoretisch müssen wir jetzt nur noch hier den Server einmal starten. Machen wir auch mal kurz geschwind, dann wird uns gleich angezeigt, dass LuckTap geladen ist. Natürlich braucht die für das Plugin LuckPerms. Genau, ihr seht, der Server läuft auf der Version 1.8 R3. Und das Plugin ist die Version 1.2.0. Dann können wir jetzt direkt in Minecraft gehen und schauen uns das Ganze mal an, und zwar hier auf meinem lokalen Testserver. So, und ihr seht, in der Tablist zeigt es Owner per txcrd an. Funktioniert alles prima. Wir können aber gucken, slash lp-user patty parent-info, und ihr seht, ich bin in der Owner-Gruppe. Jetzt setzen wir mal parent set default. Und ihr seht, ich bin Player. Das mit dem Instant Update funktioniert auch immer noch wie vorher. Und ist auch natürlich abschaltbar in der Config, wenn ihr das nicht wollt. Moment, einmal ganz kurz hier den Game Mode 1. So. Gut, einmal kurz ein bisschen wegfliegen, dass die nicht so laut sind. Genau, dann könnt ihr das Ganze wie gehabt in der Config einstellen. Hier in dem LuckTap-Ordner, der hat sich erstellt. Dann hier Config YML. Genau, dann könnt ihr das hier einstellen. Ob es das Chatformat nutzen soll, ob die Farben transferiert werden sollen. Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel und 6 hell schreibt, ob das dann hier so kommen soll. Das hier ist ein Fehler, da müsst ihr einfach das Zeichen nochmal einfügen. Also das hier muss dann zu so einem Doppelpfeil werden. Können wir hier mal sowas hinmachen. Dann sieht das auch wieder normal aus. Genau, das hat auch, glaube ich, eine Permission. Aber die steht hier nicht. Ich gucke die noch nach, wenn das Video online kommt. Dann steht die hier mit drinne. Dann steht die hier. Und genau. Dann ansonsten kann man hier einstellen natürlich das Chatformat, Chat-Prefix, der Spielername und die Message. Dann geht, glaube ich, auch noch der Ping, geht auch, glaube ich, noch. Aber da weiß ich nicht, ob das für alle für alle Visionen von Minecraft funktioniert. Für 1.8 funktioniert es auf jeden Fall. Dann habt ihr hier das Auto-Update, das könnt ihr auch abschalten. Da muss man neu joinen, dass der Prefix oben sich in der Tab-Liste updatet. Und dann habt ihr hier alle Prefixe. Da können wir hier einmal kurz hingehen und machen hier mal einfach den Patty-Rang. Hier vorne muss übrigens der Name der Gruppe rein. Das heißt, nehmen wir hier Patty, dann machen wir die Farbe, machen wir mal und B, glaube ich, war blau. Patty und B. So, hier auch B und hier auch B. Dann speichern wir das Ganze einmal. Dann müsst ihr den Server zwingend einmal neu starten. In meinem Fall reicht es, wenn ich es einfach mal reloade. Für euch da draußen, reloadet bitte eure Server nicht. Startet sie wirklich neu. Reloaden ist eher so, keine Ahnung, wenn ihr mal ein Plugin programmieren tut und das testen wollt, dann ist das eher praktischer. Aber wenn ihr einen Server habt, auf dem auch Leute drauf sind, dann reloadet nicht, dann startet neu. Gut, dann ansonsten müssen wir jetzt hier noch eine Gruppe erstellen, und zwar LP Create Group, und den nennen wir natürlich Patty, wie wir eben auch genannt haben. Genau, und jetzt müssen wir nur noch hier LP User Patty Parent Set Patty. So, und ihr seht, hat sich geändert, und im Chat auch. Genau, und ihr seht,
Hier sind jetzt auch die Pfeile richtig. Und jetzt können wir auch hier mal in UND4 Test. So, ihr seht, die Farben funktionieren auch. Das heißt, es funktioniert alles grundlegend, wie man das haben will. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen und könnt auch das Plugin gut benutzen. Falls irgendwie Fehler da sind oder eine neue API-Vision oder sonstiges, schreibt mir das in die Kommentare. Und ja, dann bei Gelegenheit werde ich das dann auch wieder updaten, auch wenn es wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern wird. Tut mir leid, Leute, an der Stelle. Genau, dann ansonsten, wenn ihr das Plugin aktiv auf eurem Server nutzt, könnt ihr mich auch gerne unterstützen anhand eines Abos, Likes oder könnt mich auch einfach nur weiterempfehlen. Es hilft schon genug. Und für die ganz krassen unter euch, die mich am meisten unterstützen wollen, die können auch gerne Mitgliedschaft da lassen. Es kostet 1 Euro im Monat und ist, ja, kaum. Also kann man ja mal machen, wenn ihr zu viel Geld habt, lul. Genau, und dann ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video und ciao!